Das sollte ich vielleicht jetzt nicht auf der Hochzeit sagen. Aber wir machen es einfach mal. Ich möchte nicht wissen, was die andere Option war. Was? Es gab nur eine andere Option. Zum Glück ist das keine Option mehr, mein Schatz. Wir werden das später besprechen. Mhm. Euer Gnaden, Männer aus Randovia, sie haben es nicht geschafft, ihre Lager zu vernichten. Ich hoffe, das ist nichts Ernstes. Ein nahegelegenes Dorf wurde überfallen. Sie haben die Kinder des Schmiedes entführt. Stört mich jetzt nicht damit. Kannst du nicht sehen, dass wir hier beschäftigen? Wir werden uns später darum kümmern. Ich werde das von meinem General überprüfen lassen, sobald ich Zeit habe. Ja, euer Gnaden. Ich gehe nun. Wenn Sie mich entschuldigen. Talis? Über die Radovianer. Dies besiegelt den Deal, Erik. Sie bekommen die Armee, ich bekomme vollen Zugang zu den Archiven. Ich war mir nicht sicher, ob du unser Geschäft einhalten würdest, Erik. Stehe zu meinem Wort. Warum denkst du das? Ich stehe zu meinem Wort. Nun, ich nehme an, dass du das tust. Und die Party ging weiter. Alle waren damit beschäftigt, zu essen, den besten Wein zu trinken. Die Wand war auch erstklassig. Ich habe ihn überall gesucht. Ich habe ihren Topf gesucht, auch in der Küche. Mach dir keine Sorgen. Wir werden ihn finden, Sedani. Der Salat sieht überraschend aromatisch aus. Um Gottes Willen. Das Kleid ist nicht schlecht. Ich wusste nicht, dass sie einen so erhabenen Geschmack haben. Oh. Diesen Schnecken sind extrem ungekocht. Welche Schnecken? Das ist nicht Teil der Speisekarte. Die Party lief besser als gedacht. Ja, dann. Ich glaube, ich habe genug Zeit verschwendet. Ich habe genug Zeit mit den Gästen verbracht. Ich muss wirklich zurück in die Archive. Wenn es ihnen nichts ausmacht, werde ich mich verabschieden, Erik. Talis, euer Gnaden. Geh schon? Toast, Toast. Trinken Sie noch mindestens einen mit uns. Perfektes Timing, euer Gnaden. Ich werde danach etwas Ruhe bekommen. Auf das junge Paar. Oh, Scheiße. Das ging zu Boden, bevor jemand reagieren konnte. Scheiße. Er ist nicht, oder? Vater? Euer Gnaden! Wie konntest du? Erik, wie konntest du das jemals zulassen? Erik, du hast uns in deinem Schloss runter, wofür wir dankbar sind, aber das... Das ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Sie sind als Gastgeber gescheitert und für die Ereignisse von heute Abend verantwortlich. Der König von Natana, Talis, ist tot. Ivo, du bist Talis einziger Sohn. Sie haben keine andere Wahl, als die Last der Krone auf sich zu nehmen. Mach weiter, Ivo. Ach du Scheiße, Erik, ich kann das nicht glauben. Du lässt mir keine Wahl. Als neuer König von Natana ist mein erster Befehl. Halte die Armeen zurück, die mein Vater dir versprochen hat. Und ich werde nicht für ihre Agenten bezahlen. Erik, der König von Erden, Sie sind für Talis Tod verantwortlich, sofern bei einem Königenprozess nichts anderes nachgewiesen werden kann. Ach, bis du dahin wird darin keine Unterstützung von Atana erhalten. Losulia, pack deine Sachen, wir bringen meinen Vater nach Hause. Warte, nein, das kannst du nicht machen. Gnaden, die Hochzeit ist vorbei. Die Gelübde wurden gesagt, die Ehe steht noch. Hab Mut, mein Schatz. Das ist ja bescheiden gelaufen. In ihrem Königreich können Agenten angeheuert werden. Sie werden hier aufgelistet. Um in der nächsten Woche einen Agenten zur Verfügung zu haben, muss dieser bezahlt werden. Um einen Agenten einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit seinem Namen. Sie sehen die Kosten, die der Zusammenfassung hinzugefügt wurde. Ja. Das ist ja scheiße gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist alles, woran ich mich erinnern kann, euer Gnaden.
Wenn man bedenkt, wie viel ich in dieser Nacht getrunken habe, ist es bemerkenswert, dass ich mich überhaupt etwas erinnere. Das war nützlich, sicherlich können Sie sich noch an mehr als das erinnern. Es wird das verdächtig sehen, jemand, der herumschleicht, wo er nicht alle Dame Lena starrte etwas zu sehr auf Rosolias Kleid, wenn Sie mich fragen, aber sonst nichts, fürchte ich. Und wir freuen uns, dass Ihre Tochter sicher und gesund gefunden wurde. Ich denke, wir haben alle Gäste untersucht, Euer Gnaden. Wir haben nichts Außergewöhnliches gehört. Thales, Soldaten waren der Hauptteil unserer Armee. Die Lösung des Mordfalls wird Ivo sicherlich überzeugen, uns im Kampf zu helfen. Wer Thales vergiftet hat, muss es bis ins kleinste Detail geplant haben. Wenn Sie Hinweise finden, lassen Sie es mich wissen, Euer Gnaden. Thales war nicht jedermanns Lieblingsmensch, aber Sie müssten einen sehr guten Grund haben, den König von Atana zu ermorden. Wir dürfen jedoch nicht den Fokus auf unseren Hauptziel verlieren. Radovia wird nicht darauf warten, dass wir das lösen. In dieser Situation werden wir uns nicht auf Thales, Ivos Armee verlassen. Wir müssen unsere Lehnsherren um Hilfe bitten, falls wir Ivo nicht rechtzeitig überzeugen können. Was die Armee betrifft, wir müssen uns an benachbarte Lehnsherren wenden, Verbündete bilden und Verträge unterzeichnen. Es hört sich so an, als wären Sie in einer peinlichen Lage, Euer Gnaden. Du bist immer noch hier. Apropos Verbündete, Verträge und so weiter. Ich habe eine starke Armee, die auf Befehle wartet. Die kannst du dieses Gold und Vorräte einwerfen, um ihnen zu helfen. 230 Männer und 6 Gold. Ja, wo ist denn da der Haken? Sie wollen etwas zurück, nehme ich an. Lurs von Pendle, Euer Gnaden. Er hat aufgehört, meinen Mitarbeitern im Branka Gewürze zu liefern. Kurkuma, Kümmel, Anis, Essen ist höllisch langweilig ohne all dieses. Überreden Sie Lurs, die Lieferung zu erneuern und meine Männer werden Ihnen im Kampf helfen, Euer Gnaden. Wir werden sehen, was getan werden kann. Sehr gut, Euer Gnaden. Das ist ein Anfang. Wir sollten bloß einladen und sehen, was wir tun können. Ich habe auch Bereiche von Interesse auf der Karte markiert. Es könnte sich lohnen, sie zu überprüfen. Vielleicht finden wir ein oder zwei Goldstücke. Ach, die blöde Taube schon wieder. Wir wissen nicht, wann Radovia auftauchen wird, aber wir müssen uns so schnell wie möglich auf den Kampf vorbereiten. Ich muss gleich mal gucken. Och ja, ich habe in unserem gewöhnlichen Zusammenhang Euer Gnaden notiert, was wir tun können. Wir sollten in der Lage sein, die Zahlung von unseren Agenten zu verweigern. Wir können erwarten, dass sie funktionieren, wenn sie sich nicht bezahlen, aber zumindest können wir etwas Geld sparen. Die Aufrechterhaltung unserer Armee kostet uns auch Vorräte. Von nun an wird es nur noch schwieriger, Euer Gnaden. Oh, und hier sind die Bittsteller. Vielleicht wird der Diener etwas Licht für den Fall werfen. Ja. Oi, das ist echt aufwendiger als gedacht. Ach. Na, geht doch. Ist das jetzt nur so schlimm passiert, weil wir das, die anderen Lager nicht ausgemerzt haben? Das ist ja schrecklich. Die jüngsten Regenwetter hat unser Dach und unsere Kerker beschädigt. Wir sollten die Schäden nach Möglichkeit reparieren. Ach, nicht schon wie? Achso, ne, ist abgeschlossen. Das ist ja gut. Ivo, Ermittlung, Gewürze. So, wie ist der Lurs? Option. Ne. Ja, den kann ich, glaube ich, nicht mal einladen. Lurs. Was ist denn, wenn wir die Frau Ada noch mal einladen, ob sie uns vielleicht helfen kann? Oder wir machen... Achso. Ich habe nur ein Täubchen.
Lieber Vater, wir sind angekommen. Atana ist nicht wie Darwin. Die weiten Straßen von Argus scheinen sich endlos auszudehnen. Azalia würde sich hier gerne verlaufen. Die Reise war anstrengend, aber die Aussicht hat alles wettgemacht. Sedani hätte einem die Ohren mit ihren Fragen abgenommen, wenn sie die Landschaften hier gesehen hätte. Die Klippen und Felsen erstrecken sich über ganz Atana. Man fühlt sich dadurch sehr klein. Auf all diese Felsen liegt Thargos wie ein Nest, das alles überblickt. Jetzt verstehe ich, warum sie den Greif als ihr Banner benutzen. Es tut mir wirklich leid für die letzten Wochen, die wir zusammen verbracht haben. Umarme Mutter von mir, deine Losulia. Ach ja, Atana kann sehr hübsch sein. Aber auch sehr gefährlich. Sie wollen nicht in den ländlichen Windstürmen gefangen sein. Wir sollten Losulia antworten. Sag ihr, dass es gut ist, von ihr zu hören. Natürlich. Worüber soll ich sie fragen? Ja, ich bin nicht sicher. Vielleicht haben die Mädchen ein paar Fragen. Natürlich, lass mich wissen, wenn du bereit bist, den Brief zu schreiben. Oh, ich krieg schon Pappmaul. Krieg schon ein dickes, fettes Pappmaul. Und ich muss mal kurz mal was gucken. Weil hier in der Übersicht steht, dass das Stream erst 8 Minuten läuft. Ja, es sieht auch so aus, als ob wir ein super Schwarzbild hätten. Ich glaube, da ist die Internetverbindung einmal zusammengebrochen. Das sieht hier alles... Ach du Scheiße, das sieht hier alles gerade... Das sieht hier alles gerade richtig blöd aus. Also ich habe schon gerade gesehen, dass einmal die Aufnahme komplett unterbrochen wurde. Wir sind jetzt gerade bei dem zweiten Video. Genau, die Aufnahme wurde einmal komplett unterbrochen. Wartet mal. So, ich habe jetzt einmal das Spiel beendet. Und ich gucke jetzt mal kurz, wo ich hier stehen geblieben bin. So, Moment. Oh je, wartet mal. So, da sind wir. Ach, nun ist jetzt so oder so eine fette Party. Ich sehe dich dort. Ja, klar. So, Moment. Stream jetzt nicht so. Naja, sieht so aus, als würde dies ein wahres Bankett. Yep, für dich vielleicht, aber bestimmt nicht für Losulia. Ich kann noch immer nicht fassen, dass sie uns verlässt. Ich hoffe, dass sie sich zumindest einigermaßen mit Prinz Ivo anfreundet. Ich denke nicht, dass sie das möchte. Ich weiß, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einen Prinzen für sie zu binden, aber... Oh nein. Es sieht fast so aus, wenn ihr euch hier die Zeit anguckt. Und hier... Für die Hochzeit. Ja, ich habe nur eine Frage, die ich stellen muss. Ihr habt die Hochzeitssequenz verpasst. Würde ich jetzt spontan behaupten. Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Moment.
Gut, dann kann er auch da sein. Vergiss nicht nur, Julia lebt wohl zu sagen. Ich habe auch schon Pappmaul. Ich muss jetzt gleich mal irgendwie Pause machen und dann können wir heute Nachmittag irgendwie noch mal 2 Stündchen noch mal was spielen. Das muss ja mal was anderes sein. So. Das war das. Da, wo ich mich wundervoll an der Nase kratze. Super Standbild. Kann ich denn bei dem aktuellen Stream zurückspulen? Jetzt haben wir natürlich ein Echo drin, so das habe ich mal Ton ausgemacht. Da haben wir jetzt ein Paradoxon, das ist super, wunderbar, wunderbar. Ah, wunderschön, wunderschön, liebe Leute. Ha! Ja, weil ich gerade auch nicht gucken kann, ich hoffe, ihr habt nicht die Hochzeit verpasst. Also, ich finde, also, warte mal, so, jetzt haben wir es wirklich hinter uns, so. Also generell finde ich das Spiel schon ziemlich cool. Also ich habe was von der Hochzeit gesehen, meine ich, ja. Mal gucken, ich weiß jetzt halt nur noch nicht, wie mache ich das denn jetzt hier noch mit den letzten, ich habe jetzt nur 16 Minuten aufgenommen. Da bei meiner Übersicht steht irgendwie nur 13 Sekunden. Also das ist ganz merkwürdig. Also an sich, das Spiel macht Spaß, macht Laune. Entscheidungen sind teilweise katastrophal bis gut. Ich glaube, ich habe damit echt blöd versagt, dass ich nicht die ganzen Dinger ausspioniert habe. Ja, was machen wir jetzt? Weil die Dinger werden ja auch auf YouTube hochgeladen und ein 16-minütiges Video ist eigentlich Nonsens. Können ja jetzt nur irgendwie was anderes, eine Kleinigkeit spielen. Es ist nur die Frage, was... Es ist nur die Frage, was. Also muss ich erstmal wieder mein Möchtegern-Bier trinken? Was wollen wir denn spielen? Ich habe gerade keinen Plan. Ich merke auch, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich werde gerade echt müde. Wir haben auch das Ganze vorlesen. Ich habe schon wieder Hals, ey. Aber was machen wir denn jetzt? Wartet mal. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas Kleines, Interessantes, wo wir mal noch mal reingucken können? Oder, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wir können ja auch zu dritt TTT spielen, aber ich weiß nicht, wie man den Server macht. Das hat der Hulgo bei sich alles eingestellt. Das ist natürlich Quatsch. Ist auch nicht gut. Na, auch nicht. Nee, das auch nicht. Ach, Leute, was suche ich denn hier wieder für einen Quatsch aus? Das kommt von 4 Uhr aufstehen. Quatsch, das kommt doch nicht von 4 Uhr aufstehen. Um Himmels Willen. Frau Toxic, das kommt doch nicht um 4 Uhr aufstehen. Quatsch. Das Problem ist, ich suche gerade ein Spiel, wo ich nicht so viel vorlesen muss. Das wäre ganz schön. Ich finde nur gerade keins. Oh je, ach Leute, jetzt schnackel ich euch hier so voll.
Draußen dudelt irgendwie komische arabische Musik. Keine Ahnung, was hier da wieder los ist. Ach, wartet mal. Was ist denn damit? So, Moment. Gucke ich mal kurz auf der Shop-Seite. Was steht denn da in Sprachausgabe? Ton Englisch. Willst du eine Runde Golf mitspielen? Ach ja, genau. Dann überredet, dann macht ihr das Reden und dann, dann spielen wir eine Runde Golf mit. Moment. Ab in die, hier die Quatschbox. So, mal gucken. Ach Gottchen, Intoxic. Da müssen sie aber erstmal ihren Mann von Diablo wegkriegen. Na, das wird ja was. Aber wir können gerne eine Runde Golf, ein, zwei Runden Golf spielen. Ich glaube, das wäre jetzt noch eine gute Alternative. Damit kriegt man auch Zeit ganz gut rum. Boah, jetzt habe ich mich hier mit Käse voll gefuttert. Das ist mir ein bisschen schlecht. Auch nur ganz dezent. Dann warten wir mal, bis die Mrs. Intoxic den Herrn Ikuga mobilisiert. Vielleicht hätte ich nach 2 Stunden aufhören sollen zu streamen. Weil wir haben irgendwie seit 2-3 Tagen echt hier Internetprobleme. Wir wollten eigentlich auch schon erst, wie immer, wir waren uns da wirklich ein bisschen unsicher. Hier auch, man merkt, es bricht hier auch. Also ich gucke ja unter Dagula ein bisschen rein und ich sehe auch, dass der, dass den Stream irgendwie immer wieder abbricht hier bei mir. Also beim Anschauen. So, wer ist denn da jetzt reingekommen?